Läuft. Läuft. Genau. Ah, das war ja richtig scheiße. Kann man das nochmal machen? Nein, können wir nicht. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal. Ramses, der Dicke. Und guckt euch die dicke Rutsche an hinter uns. Normalerweise sind da hinten Rutschen, die sind voll dünn. Jetzt halt mal, jetzt macht er auch mal. Da sind sogar der zwei passt sogar bei dir. Hintereinander. Die ist halt einfach extra dick. Das heißt, das sind die Ismo-Rutschen, das sind die Ramses-Rutschen. Das erinnert mich wieder an Bud Spencer, Terence Hill, kennt er bestimmt von 2 wie Pech und Schwefel, wo der mit seinem Moped kommt und der Bud Spencer hat einfach ultra dicke Reifen, 10 Kilometer breit. Ja, das kenne ich. Das ist genau dasselbe Prinzip. Wir wollen heute den Megadex vervollständigen. Das heißt, wir werden uns einen 5er-Raid suchen, werden den wegknüppeln. Am liebsten Regirock oder Regieis. Und ich werde vorher mein Mega-Lamus entwickeln, um damit zu kämpfen. Ist zwar sinnlos, aber dass wir das mal entwickelt haben. Und ich werde wieder ein männliches, ein weibliches und ein Shiny entwickeln, dass ich den Pokédex, den Megadex komplett zu habe und ihr seid live dabei. Du bist auch jeden Tag zu. Ist wohl, ist auch da dabei. Brauchst du gar keinen Dex aufzufüllen. Wir melden uns einfach am Raid zurück. Ihr seht, der Vernünftigste steht hier hinter mir, ne? Das sieht ja aus. So, wir haben natürlich wieder mal mega Pech gehabt. Haben jetzt hier eine Schule gefunden. Kann ich euch gleich noch ein bisschen von der Umgebung zeigen. Und es ist kein Regieis, es ist kein Regirock, es ist ein Regi-Stil. Derselbe Dreck wie gestern. Dabei möchte er, der Ismo möchte ein Regieis. Ich möchte ein Regirock, aber wir haben jetzt Regi-Stil. So, was wir aber noch machen müssen. Fleckmon, Lamus. Ich muss wieder was entwickeln für den Megadex, denn den habe ich noch nicht, den Megadex so an sich. Wir haben hier ein Lamus, ja, das ist männlich. Das werden wir jetzt erstmal auf Level 50 pushen, kommt dann auf 2877, das ist krass, 518 dazu. Und dieses männliche werden wir jetzt mega entwickeln mit 200 Mega Energie. Dann kommt es auf 4200 noch was. Uns fehlt aber dann immer noch der weibliche Eintrag im Megadex. Deswegen werden wir danach noch ein weibliches Shiny entwickeln. Dann ist der Megadex komplett ausgefüllt. Und damit man das Teil auch mal benutzt hat, machen wir damit halt jetzt hier den Aquaknarre Eisstrahl. Das Beste, was ihr gegen Registeel nehmen könnt. Egal, das packen wir jetzt einfach rein gegen Registeel. Ich gehe jetzt auf die Arena, das heißt, wir können jetzt in die Lobby gehen. Ich guck mal, dass ich das... Achso, ich habe ja den Fleckmon heute schon gemacht, deswegen habe ich keinen freien Pass mehr. Ich guck mal, dass ich das komische Lamus vorne reinpacke. Ihr habt hier Feuer dastehen. Mega. Zack. Und dann Feuer. Zack, ich glaube, der Rest ist tot von mir. Egal, wir sind ja genug. Wir müssten das jetzt eigentlich so schaffen. Da ist alles drin, das sieht gut aus. Da ist der Hannes, guckt euch das an. Moin. Schon wieder am Bier trinken. Nein, das ist, steht nur so als Deko hier. Zeige ich euch eine kleine Roomtour. Da sitzt nämlich der Ismo im Schatten. Hat auch seine drei Geräte ausgepackt. Das hier ist eine Schule, sozusagen. Hier steht auch ein Schild. Sieht auch richtig gut aus. Welcome to school. Ja, warum nicht? Ist herzlichst eingeladen. Jeder kann hierher und sich ein bisschen Bildung holen. Noch 60 Sekunden. Hier sind noch zwei so komische Wände aufgestellt. Das ist Kunst, ne? Wer das nicht kennt. Da drüben bei dieser Luke werde ich dann die Kamera abstellen und fangen, wenn wir soweit sind. Und ansonsten laufe ich hier noch ein bisschen über den Platz. Es knallt auf jeden Fall die Sonne rein. Die haben sich hier drüben verschanzt. Und dann dürfen wir nicht vergessen, noch das weibliche Shiny zu entwickeln. Da seht ihr auch gleich mal, wie das Shiny aussieht von Mega Lamus. Mache ich eigentlich immer so, wer das noch nicht gesehen hat. Mega Dex immer komplett. Einmal ein Shiny entwickeln zum Angucken. Einmal männliches, einmal weibliches. Immer gut kombiniert. Eigentlich müsste man das Shiny nicht entwickeln. Du siehst den Eintrag auch so, wenn du ein Mega entwickelt hast, kannst du dir das Shiny auch so angucken. Lucky kann man ja nicht machen. Ist ja auch unnötig, braucht man nicht. 10, das heißt, ich laufe noch ein bisschen im Kreis
Und zum Fang stelle ich euch dann darüber, beziehungsweise muss ich erstmal gucken. 14,8, nee, 13,8, 90, ja. 100er Wert. Merk mal uns. Das geht los. Aber sowas von, guckt ihr das an. Mal gucken, ob heute ein Shiny dabei ist. Ich weiß nicht, wozu man Megalamos überhaupt braucht. Wie gesagt, ist bei den Psychoangreifern ziemlich weit hinten, bei den Wasserangreifern noch weiter hinten. Kann man vielleicht mal entwickeln, wenn irgendwo ein Psycho-Event ist, dass ihr mehr Bonbons bekommt bei den ganzen Psycho- und Wasser-Pokémon, aber ansonsten macht man damit eigentlich nichts. Vor allem nicht gegen Registeel. Wenn ihr Feuer nehmen sollt und man nimmt Wasser, das hat einfach gar keinen Sinn. Ich möchte es euch aber trotzdem mal zeigen. Wenn es ein Regirock geworden wäre, wäre es sogar ganz cool geworden, denn ein bisschen Wasser gegen Regirock wäre schon sinnvoller gewesen. Aber haben wir einfach kein Glück gehabt. 8 Leute, 6, 7, 8, passt. Ja. Iswo hat versucht die ganze Zeit hier auch in die Arena zu kommen. Hannes hat versucht mitzuhelfen. Dann eine Sekunde, bevor sie es geschafft haben, ist der Raid aufgegangen. Jetzt ist der Iswo übelst ärgerlich, weil jetzt alle hier sitzen und sich die Münzen gönnen und er hier nichts abholen kann, nichts reisen kann. Und das Ding zieht sich. 230 Sekunden, okay. Regiram ist am Start. Dann wäre es auch nicht schlecht, mal auf die Feuerattacken überhaupt drauf zu drücken und die zu nutzen. Jetzt hat die sich in mein Loch gesetzt. Ah, da muss ich wohl doch hier bleiben und fangen. Habe ich mir so cool gedacht, aber geht irgendwie nicht auf. Mein Loch ist jetzt besetzt. Mein Fangloch. Da kann ich jetzt nicht rein. Alter, 200 Sekunden. Ich rechne immer noch damit, dass wenn die drei Regis weg sind, dass dann vielleicht Regigigas kommt. Ich glaube, ich sehe da sogar noch ein kleines Loch, aber da ist, glaube ich, ein Zaun davor. Ja, Zaun, das wird nichts. Knüppel ich mich halt wieder hier hin. Ich wollte euch eigentlich im Stich lassen, aber ich muss bei euch bleiben zum Fang dann. Man merkt auf jeden Fall, der Iswo hat Bock. Guckt euch das an, wie der Bock hat. Alle fleißig am Rummachen. Und es ist gleich tot, wir haben noch die Hälfte der Zeit übrig gehabt. Das heißt, wir hätten das auch zu viert geschafft. Also muss man jetzt hier nicht so rumstressen. Jetzt kommt es natürlich wieder drauf an, wer das Beste hat und wer ein Shiny hat und wer überhaupt irgendwas hat. Hier haben wir ein, was, 1355, glaube ich. Wir warten aber noch ab, ob das Shiny ist oder nicht. Erst mal bei den anderen hören. Iswo, komm, ich helf dir mal, mein kleiner Freund. Ich drück da mal irgendwo drauf. Wie viel hat das? 13, 5, 9. 59, 73. 71. Also alles nicht so. 13,36 ist hier, 13,45, 13,69 und 13,55. 13,69, okay. Was haben wir auf dem Großen? Dazu stelle ich euch aber gleich mal hin, weil wir es eh jetzt fangen müssen. Da kann ich mich wieder so gay über die Wand hängen, über die Mauer. Kein Shiny, 13,55, goldene Beere. Siehst du, du hast so eh die Aufgabe, noch goldene Bären zu füttern. Kannst du alle hier am Regi-Eis noch voll machen. Kreis ist eingestellt. Das ist doch Regi-Stil. Ja, Regi-Stil. Ja, aber du kannst ja die goldenen Bären trotzdem jetzt hier verfüttern. Nee, die tue ich aufheben für den anderen. Ich denke, du wolltest eh nur die Aufgabe fertig haben. So wirst du nie fertig. So, wir warten jetzt immer drauf, wenn er angreift. Ich warte, bis er aufgehört hat mit dem Angriff. Und dann werfen wir und dann sehen wir nichts, weil der ganze Bildschirm schwarz ist von der Sonne. Eine gute Aktion. Moment. So, passt. Einfach keine 8 machen, einfach nur ein U zeichnen. Spart Zeit. Critical Catch oder Lucky Wurf, wie der Janik immer gesagt hat. Lucky Wurf ist drin. 3 XL Bonbons. Wir bewerten das auch nochmal. 13, 10, 11 oder so, glaube ich. 11.6. München, Bayern.
Ich gehe trotzdem nicht eher aus München heim, bis ich nicht ein Regi-Rock oder Regi-Ice-Raid gemacht habe. Aber da müsst ihr nicht dabei sein. Dann können wir einfach sagen, wir haben einen gemacht, dabei war gar keiner da. Ach so, was ich noch fast vergessen hätte. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob mein Loch frei ist. Ja, mein Loch ist frei. Ich gehe mal kurz in mein Loch. Weil ich möchte jetzt noch das Weibchen, ach, das Scheidi entwickeln. Jetzt, wo das Loch frei ist, ne? Schnell die Chance nutzen. Guckt, so sieht das nämlich aus. Und da wollte ich euch reinstellen. Und wenn wir schon mal hier sind, weil hier nämlich Schatten ist und nicht so viel Sonne, suchen wir uns jetzt das nächste Lamus. Und entwickeln ein weibliches. Ein weibliches Shiny. Okay, müsste so passen. Habe ich es jetzt entwickelt? Mega. 2,6. Als Mega-Entwicklung. Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall richtig heftig. Und wenn ihr jetzt in den Pokédex reinschaut, müsstet ihr jetzt männlich, weiblich, shiny alles drin haben. Und so möchte ich es bei den anderen Sachen natürlich auch. Mega-Lamus gesehen 8, gefangen 2. Das heißt, ich habe also nur 2 gefangen. Nein, ich hab ungefähr, glaube ich, 7 Raids gemacht. Ja, 7 Raids müssten das sein, weil ihr habt das ja manchmal gesehen. Obwohl ihr keinen gemacht habt, wenn ihr das irgendwo... Nee, das geht ja auch nicht. Das ist ja nur, wenn eins in der Arena sitzt und ihr seht das dann. Also es müssen schon 8 Raids wohl gewesen sein dann. Also gesehen 8, gefangen 2, hat dann gereicht. Energie gibt es ja auch ohne Fang. Das war's. Alle Mega-Entwicklungen sind am Start. Die hält jetzt 8 Stunden, obwohl wir die eh nicht mehr brauchen. Die anderen haben Zeit, könnt jetzt in Ruhe fangen. Mike Zocker lädt für Later King ein. Brauchen wir aber nicht, das war's von meiner Seite aus. Habt ihr schon ein Mega-Lamus entwickelt? Habt ihr überhaupt Bock, eins zu entwickeln? Habt ihr ein Shiny entwickelt? Habt ihr ein 100er entwickelt? Habt ihr ein männliches entwickelt? Habt ihr ein weibliches entwickelt? Habt ihr überhaupt einen Mega-Raid gemacht schon mal davon? Oder möchtet noch einen machen? Schreibt's mal rein, wie ihr das Pokémon findet, wie ihr die Mega-Entwicklung findet. Oder freut ihr euch auf Mega Garados, wenn das zurückkommt? Habt ihr dann wieder Bock? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.